Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World Folge 4. Wir waren in der letzten Folge in der Bar und nun brechen wir zum Windbrunnenplatz auf. Wir haben in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, schon etwas über einen Windmönch oder die Windmönche erfahren. Und jetzt lese ich noch etwas über Windbrunnen vor. Wir wissen ja schon, dass nur noch ein Windbrunnen existiert und dass es mal drei gab und aber zwei davon nicht mehr in Betrieb sind oder kaputt sind oder nicht mehr funktionieren auf jeden Fall. Genau, und daher ist auch Convoy der einzige Herrscher über die Stadt. So, Windbrunnen. Es gab einst drei Windbrunnen, die Aspusien mit frischem Wind erfüllten. Der von Abt Convoy liegt mitten in der Stadt, wie man in dem Bild sieht. Und der des ehemaligen Abtes Malois, das ist der, den wir in der Bar gesehen haben in der letzten Folge, liegt im weiten Tal. Und der Windbrunnen des ehemaligen Abtes Pandur blies zwischen den spitzen Felsen des Schippenbergs. Zur Frage nach der Herkunft des Windes gibt es in Aspusien viele verschiedene Theorien. Früh hat sich die Strömung des Hyperpragmatismus entwickelt, der die Ansicht vertritt, dass es schon irgendwie funktionieren wird. Wow, das ist eine gute Erklärung. Es funktioniert halt irgendwie. Warum regnet es? Es funktioniert halt irgendwie. Ist halt so. Während die Hyper-Pessimisten, wie beispielsweise Pampe Gildenkamp, da wäre ich aber auch Pessimist, der Meinung sind, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, wo der Wind herkommt, da am Ende sowieso alle sterben. Gut. Das heißt, wir wissen nicht, wo der Wind herkommt. An dieser Stelle möchte ich, glaube ich, noch was vorlesen. Ich habe hier nämlich noch etwas gefunden. Und das passt, glaube ich, zu dem ganz gut, was mir hier jetzt auch schon auffällt. Lese erstmal vor und dann rede ich weiter. Unteraspusien ist eine von den zwei Metropolen in Aspusien, die im ständigen Zwist darum leben, wer von beiden nun Unter- und wer Oberaspusien ist. Beide Städte sind gleich groß, gleich schön und gleich stur. Jedes Jahr wird deswegen ein Wettkampf veranstaltet, der ein für alle Mal entscheiden soll, wer welchen Titel verdient hat. Jedes Jahr endet er im Streit darum, wen der Preisrichter gemeint haben könnte, wer den Gewinner verkündet. Okay. Okay, und bei Oberaspusien steht das Gleiche. So, jetzt ist meine Frage, sind wir in Oberaspusien? Aber man weiß es ja nicht, vielleicht bin ich auch in Unteraspusien. So, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass hier einen starken Stimmungsumschwung gibt. Da ist doch unten sehr glücklich noch war und der Junge spielte und mit der Bar und auch die Musik und da war noch alles recht hell und hier oben ist alles grau. Die Musik ist auch sehr ruhig und eher traurig, aber hier scheint auch ein Gefängnis zu sein. Und ein Polizist mit einer Lunchbox. Das ist wichtig. Gut, dann reden wir noch mal mit dem Gefangenen. Meine Güte, sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund? Glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Aspusiens.
Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen. Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also, du bist Schneider. Ja. Ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Wie kommt es denn, dass ihr Schneider geworden seid? Ihr seht aus, als könntet ihr mit diesen Armen Ambosse werfen. Ach, du klingst schon wie meine lieben Eltern. Sie wollten immer, dass ich Türsteher werde. Aber ich habe früh die Liebe zum Garn entdeckt. Dann habe ich heimlich unter der Decke gehäkelt. Von da aus war es kein weiter Weg mehr zu härterem Stoff. Mit 14 zum ersten Mal geklöppelt. Was soll ich sagen? Mein Vater hat mich später mit Häkelnadeln erwischt und mich vor die Tür gesetzt. Dann habe ich eben ein paar Jahre auf der Straße gestrickt, bevor ein reicher Wollmagnat mich aufgelesen hat. Das ist ja faszinierend. Ach, ich war ihm eher wie tausend andere. Der Wollmagnat hat mein Talent entdeckt und mich den richtigen Leuten vorgestellt. Dann ging es steil bergauf. Wow, toll, wie weit du es geschafft hast. Ja, jetzt bin ich hier. Ihr habt als Schneider bestimmt schon viel, erlebt? Oh ja. Ich erinnere mich noch an große Modenschauen, traumhafte Gewänder, Kreuzmuster. Ich habe Trends gesetzt. Ich war eine Ikone. Alles, was es hier gibt, sind Lumpen in verschiedenen Grauabstufungen. Grässlich. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich herausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Oh, holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als noch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll es denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das, ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich glaube, da wissen wir ja schon, wo wir den Stoff herbekommen. Da brauchen wir Öl oder irgendetwas. Ah, vielleicht der Fisch dafür. Vielleicht mit dem glitschigen Fisch. Dann müssen wir aber noch eine Methode finden, wie wir den Fisch natürlich aufnehmen können. Vielleicht ja mit der Lunchbox. Naja, ja, Erdbeergarn. Ich glaube, das kann ich abbrechen, oder? Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja,
Nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Wo sind denn eure Nadeln? Ach, keine Ahnung. Stricken ist eine Leidenschaft, verstehst du? Im Eifer des Geflechts sind mir schon so manche Dinge abhanden gekommen. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmusterfachgeschäft in der Sturmallee, aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Okay, ich geh dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Der letzte aktive Windbrunnen von Asposien. Ich komme nicht ran. Und mal abgesehen davon merken die Leute es bestimmt, wenn ich ihn mitnehme. Ein Syntomat. Oh Moment, da habe ich was in dem Handbuch gelesen. Von... Überall in Unter- und Oberasposien gibt es sogenannte Syntomaten für den Frevler, der es eilig hat. Man muss ihm nur seine Sünde nennen und wird auf der Stelle mit einer passenden Buße bedacht. Ja, das ist ja praktisch. Ein Syntomat, die praktische Lösung für Sünder mit wenig Zeit. Beichten und Bußen in weniger als einer Minute. Dann gestehen wir ihm mal, dass wir die Taube verloren haben. Das Fach ist geschlossen. Naja, dann könnte ich... Nenne deine Sünde. Mal überlegen. Ich glaube, ich habe andere Menschen mit allerlei Fragen genervt. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, gib dir selber eine Ohrfeige und Büße. Was? Ich habe einfach Dinge mitgenommen, ohne dass sie mir gehören. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, bezeichne dich selbst als unwürdigen Wurm und büße. Ach, das war auch immer Conroys Spitzname für mich. Ich muss immer zu allem einen Kommentar abgeben. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, kleb dir eine Woche lang den Mund zu und büße. Na fein, das mache ich aber lieber nächste Woche. Was soll ich denn beichten? Nenne deine Sünde. Aber ich habe keine Sünde. Nenne deine Sünde. Du hörst mir gar nicht zu. Opfere den Basilen ein Minzbonbon. Ich schätze, ich gehe. Nenne deine Sünde. Nein, ich... Nenne... Ich gehe jetzt. Nenne deine Sünde. Das könnte Spaß... Warum sollte ich... Okay, ich habe gedacht, vielleicht können die sich unterhalten. Der Zeiger hat nur leicht ausgeschlagen. Ich bin einfach nicht sündig genug. Ich komme nicht ran. Dürfen wir hier Lunchbox haben? Schöne Lunchbox. Passt bestimmt gut in meine Sammlung der Gegenstände, die ich irgendwann mal gebrauchen kann. Ich kann's versuchen, aber ich... Das ist meine Lunchbox. Ich weiß, ich wollte nur dein... Die darfst du nicht haben. Ja, ich hab nur den... Meine Lunchbox, nicht deine Lunchbox. Schon gut, tut mir leid.
Eins von Conroys Merkblättern. Versteinert, was nun? Conroy rät, bleiben Sie ruhig und warten Sie auf Hilfe. Macht Sinn. Conroy ist so ein kluger Herrscher. Mhm, macht Sinn. Brauche ich nicht. Wenn ich wie... Gut. Dann reden wir mal mit der Wache. Die herrschaftliche Brunnenwache. Die Elite Asposiens. Macht gerade Frühstückspause. Hallo? Wache Nummer 822 meldet sich zum Dienst. Oh, ich bin's nur, Robert. Ich wollte euch nur etwas fragen. Ich hoffe, es ist wichtig. Ich habe hier nämlich zu frühstücken. Oh Gott, wir haben aber viele Optionen hier. Einmal Wache, Konvoi, Basilen, Ausblick und Syntomat. Die arme Frühstückspause. Was macht ihr hier? Ich halte Wache. Ach so? Was genau bewacht ihr denn? Was ich bewache? Was ist das denn für eine Frage? Ich bewache natürlich dieses Häuschen hier. Und die Gefangenen da unten natürlich. Und den Brunnen. Ich bin auch Brunnenwächter. Wovor bewacht ihr den Brunnen denn? Auftrag von Conroy höchstpersönlich. Ich muss den Brunnen bewachen. Ja, das habt ihr eben, wovor? Ich bewache den Brunnen. Reinfallen ist übrigens verboten. Ist da schon mal jemand reingefallen? Kann ich mir nicht vorstellen. Also sitzt du hier den ganzen Tag? Nein, manchmal stehe ich auch da drüben. Was tust du denn, wenn die Basilen aus dem Brunnen kommen? Dann nehme ich das offiziell zur Kenntnis. Und dann? Was dann? Weiß Conroy, dass du... Conroy? Wo? Ist der hier? Er ist nicht hier, oder? Nein, er ist nicht hier. Aber ich hätte da mal eine Frage. Ich bin offiziell nicht befugt, Fragen gestellt zu bekommen. Das heißt, ich darf dir nicht mal welche stellen? Aber wenn ich dich einfach frage und du reagierst, so wie eben, dann habe ich doch etwas gefragt, obwohl ich das nicht darf. Und das ist schon wieder eine Frage. Das ist vielleicht deine Meinung. Hat Conroy dir befohlen, dass... Conroy? Wo? Du bist also eine offizielle Wache Conroys? Jawohl. Ausgebildet, um die Bürger Asposiens zu schützen. Und wie? Ich werfe sie ins Gefängnis, damit die Basilen sie nicht kriegen. Habt ihr keine Angst, dass ihr versteinert werdet? Wieso sollte ich versteinert werden? Naja, ihr steht hier direkt bei dem Brunnen und eigentlich müsstet ihr einer der Ersten sein, die es abkriegen. Ich bin erst seit gestern hier, aber danke für den Tipp. Ach, seit gestern erst. Was werdet ihr denn tun, wenn die Basilen euch angreifen? Ach, da mache ich mir keine Sorgen. Ich habe Conroys Ratschläge alle gelesen. Außerdem kenne ich einen guten Trick. Den hat mir mein Vorgänger hier verraten. Was denn für ein Trick? Wenn ein Basil kommt, mache ich einfach die Augen zu. Brillant. Du hast ja einen tollen Ausblick hier. Ja, danke schön. An guten Tagen kann ich bis nach Oberasposien gucken. Manchmal überlege ich mir... Was wäre, wenn dort auch eine Wache steht, die aber denkt, dass bei ihr unten ist, obwohl eigentlich bei mir unten ist und bei ihr oben? Darüber hast du sicher lange nachgedacht. Nee, ist mir gerade so eingefallen. Okay, also wir sind immer noch in Unterasposien. Gut. Was ist das für ein Automat da drüben? Weißt du nicht, was ein Syntomat ist? Du scheinst ja wirklich nicht der Hellste zu sein. Was, tut denn so ein Syntomat? Der tut gar nichts. Du musst ihm erzählen, was du getan hast. Was habe ich denn getan? Bestimmt irgendwas. Man kann nicht so durch die Gegend laufen, ohne die Basilen zu verärgern. Was genau macht die Nadel da am Syntomaten? Die zeigt an, wie schwer deine Sünde ist. Eine Wache während der Arbeitszeit vollquatschen ist zum Beispiel ein schweres Vergehen. Ach ja? Ja. Wenn jemand jetzt in den Brunnen fällt, ist das deine Schuld. Oh, dann müssen wir gleich mal ins Syntomat. Ja. Danke.
dem Syndomat das erzählen, dass wir eine schwere Sünde begangen haben. Nenne deine Sünde. Hier, ich habe den... Hier, Wache voll gequatscht. Ich habe die Wache voll gequatscht. Siehe die Schwere deiner Schuld. Das Urteil der Basilen lautet, iss eine Handvoll Staub und büße. Bäh, das werde ich nicht tun. Aber dafür, dass... Dafür, dass Robert ja eigentlich immer so fromm ist und immer eigentlich auch sagt, was... auch macht, was Conroy sagt. Dafür weigert er sich aber ganz schön oft, oder? Also jetzt beim Syndomat, da hat er ja gar nichts davon gemacht, was er machen sollte. Dürfen wir da rein? Wir dürfen sogar da rein. Also die Wache macht nichts. Ein Phosphos und ein Conroy-Kopf. Und ein Windrad und da ist auch Conroys Palast und ein riesiger Ausblick. Gut, wir schauen uns alles mal an. Der gute Hirte Aspasiens. Der Name war Conroys Idee. Zu groß, zu schwer, zu kantig. Conroy rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs, oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig. Ein Phosphos. Davon gibt es mittlerweile einfach viel zu wenige. Ich lasse es lieber in Ruhe. Es sieht so friedlich aus. Früher haben sie sich ständig gedreht. Das war ein hübscher Anblick. Das brauche ich nicht. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Wow, der Ausblick ist ja unglaublich. Man kann fast bis auf die andere Seite von Aspasien gucken. Was soll ich damit machen? Einen Ausblick genießt man einfach. Okay, und damit bedanke ich mich sehr, dass ihr zugeschaut habt. In der nächsten Folge werden wir ja nochmal rumschauen, ob wir vielleicht noch irgendetwas übersehen haben oder vielleicht irgendetwas mit den drei Sachen, die wir jetzt noch gefunden haben, machen können. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss.